So, hi, hier ist der Olli von Session und wenn es eine Gitarrenmarke gibt, die es verdient hat, 4 Schilder bei uns im Verkaufsraum zu bekommen, dann ist es natürlich Fender und deswegen starten wir heute eine riesengroße Fender-Party. Für alle Fanboys, für alle Liebhaber, für euch alle Serien von Fender im Überblick. Stratocaster, ein Name wie Donnerhall, wenn man über E-Gitarren nachdenkt und wenn man sich überhaupt über die gesamte E-Gitarren-Historie mal Gedanken macht. Ist ganz klar, Leo Fender hat vielleicht die geilste und verbreitetste E-Gitarre überhaupt erfunden. Kam raus 1954, ist schon eine ganze Weile her und ist bis heute ungebrochen aktuell. Und ich habe heute mal vor, oder ich möchte zumindest versuchen, euch mal einen Überblick zu geben über die gesamten Serien von Fender. Ja, es geht immer darum, American Standard, Custom Shop, Squire, also Geschichten, wo man sich selber so ein bisschen schwer tut, das alles mal zu sortieren. Und ich habe es wirklich geschafft, ich habe noch gar nicht gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 Strats ins Videostudio zu holen für euch und ich werde mal versuchen, das so ein bisschen auseinander zu klabüsern, ja. Ich bin natürlich ein riesen Strats-Fan, ist doch ganz, ganz klar. Ne? Also wenn ich mir überlege, meine ersten Berührungspunkte mit der Gitarrenform, meine erste Gitarre, habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. War so ein Rockinger-Bausatz. Natürlich hatte der eine Strat-Form, ja, ist doch ganz klar. Und hatte auch sogar einen Humbucker am Steg. Das heißt, vielleicht bin ich ja deswegen auch so ein HSS-Kind geworden. Über die Gitarre rede ich später, aber ich fange einfach mal an mit dem Überblick. Und Squire ist natürlich ein Name, der heute noch im E-Gitarrenverkauf eine große Rolle spielt, wenn die Schüler geschickt werden von den Gitarrenlehrern nach dem Motto, hier, yo, holst dir Squire, die ist super und so, die ist nicht so teuer wie Fender. Und ist richtig, die Gitarren aus den 80ern, die unter dem Label Squire verkauft wurden, kamen aus Japan und sind ganz, ganz hervorragende und gesuchte Instrumente im Moment. Und Squire ist gewissermaßen so eine kopierte Fender. Ja, so kann man es eigentlich sehen, so eine Art Fender-Tochter-Firma könnte man auch sagen. Aber natürlich nicht aus USA, nicht aus Mexiko, sondern entweder aus China oder aus Indonesien, da wo die ganzen Fabriken stehen, für preiswertigere Gitarren. Und man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man sich eine Squire kauft, Geld zu sparen. Ja? Generell geht es ja in diesem ganzen 13 Gitarrenreigen hier um Gitarren, die immer so ein Stückchen teurer werden. Ja? Und das ist was wenn man es dann auch mal klanglich gegenüberstellt, für mich so ein Phänomen, dass die Gitarren innerhalb der Serien, das habe ich auch schon oft gesagt in verschiedenen Videos, innerhalb der Serien schlüssig zusammen klingen. Soll heißen, ich schaff's beispielsweise, wenn ich mir eine Fender Professional nehme und versuche, eine innerhalb der Serie zu finden, die so geil klingt wie eine Fender Original, um jetzt mal zwei Serien zu nennen, dann wird mir das nur schwer gelingen oder gar nicht gelingen, weil die Spezifikationen der jeweiligen Serien einfach so zwingend den Klang erzeugen. Das ist auch für mich auch eine jahrzehntelange Erfahrung gewesen, zu sehen und zu erfahren, dass bestimmte Bestandteile an Gitarren einfach unterschiedliche Klangergebnisse liefern und auch unterschiedliche Preisstufen generieren. Das ist der Punkt. Ja. Ich werde bestimmt auch noch mal ein Video machen, vielleicht auch noch in Ollis Starthilfe, warum Gitarren unterschiedlich teuer sind. Das wird sich heute vielleicht auch so ein bisschen auch ergeben, ist natürlich auch eine super Gelegenheit, ne, weil diese ganzen Gitarren unterschiedlich viel Geld kosten. Und das tun sie natürlich nicht ohne Grund oder weil jemand sich das irgendwie ausgedacht hat, sondern weil es einfach dafür bestimmte Grundlagen gibt. Ja. Ich fange mal an, ich lege mal das gute Stück runter. Ich fange mal an, Fender, Squire,
Bullet Strat HSS, ja, im Prinzip ein richtig echtes Einsteigermodell. Und wie könnte es geiler sein? Zwei HSS-Strats, einmal aus der untersten und einmal aus der höchsten Serie. Wie geil ist das? Ja, die können sich auch mal berühren. Ja, voll super. HSS-Strat von Squire. Und was natürlich auffällt, ist, dass die üblichen Bestandteile einer Strat, ja, vielleicht nehme ich gerade noch mal eine Custom Shop daneben, da hat man es eigentlich am authentischsten überhaupt. Ja. Eine Strat hat drei Single Coils, drei Regler, einen Fünfwegschalter, einen Vibrato, wo jetzt hier der Hebel fehlt, 21 Bünde und hat entweder ein Rosewood oder ein Maple Neck. So könnte man es erstmal beschreiben. Und je nachdem, ob ich es mit einer 60er oder mit einer 50er Strat zu tun habe, beispielsweise, habe ich es erstmal zu tun mit einem Maple oder mit einem Rosewood Neck. Ja? Hier zum Beispiel habe ich einmal die Fender Road One Serie, auch ein bisschen kaputt. Ne? Sieht aus wie so eine Jeans im Used Look. Und hier habe ich eine echte Fender Custom Shop. Auch natürlich ein bisschen kaputt und angedotzt aus dem Fender Custom Shop. Zwei völlig unterschiedliche Preisklassen, aber dieselbe Gitarrenidee. Ne? Und warum nehme ich jetzt eine Custom Shop? Weil die natürlich, oder weil die Custom Shop Instrumente in dem Moment historisch als historisch verpflichtet sind. Darum geht es eigentlich. Das heißt, man hat eine Vorlage und man sagt, okay, 60er Jahre, 50er Jahre Strat ist das Thema und wir bauen einfach die Instrumente so, wie man sie damals gebaut hätte. Und für mich ist diese Einteilung 50er, 60er Strat, beziehungsweise was weicht davon ab, natürlich immer zielführend, wenn man sich die ganzen Serien anschaut. Ne? Nochmal zur Squire. Im Prinzip immer noch absolut verwandt mit dem Urmodell. Man hat natürlich kleine Abweichungen, ne, die man immer so einbaut, um es natürlich ein bisschen verschiedener zu machen. Der Body ist ein bisschen schmaler. Man hat im Detail andere Materialien fürs Vibrato. Man hat natürlich andere Pickups. Man hat anderes Griffbrettholz. Man hat andere Mechaniken und so weiter. Die ist jetzt in dem Fall aus Indonesien. Völlig geil. Natürlich ist dann immer die Frage, okay, was kommt danach? Ja? Und man muss es für sich immer so sortieren. Es gibt von Fender Gitarren, die sind historischer ausgelegt und es gibt von Fender Gitarren, die sind moderner ausgelegt. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie eine Automarke, von mir aus nehmen wir mal VW, die den VW Käfer nochmal neu auflegt als historisches Modell, als Liebhabermodell im Prinzip, aber wirklich auch ohne Sicherheitsgurte und ohne Ersatztank oder ohne Heizung. Genau, VW Käfer hatte keine Heizung. Ja, ist natürlich klar, darum geht es sehr oft bei Fender und auch zum Beispiel auch in der Squire-Serie, im Gegensatz zur Bullet, hier die Classic Vibe Series. Ja? Das ist eine Squire-Gitarre mit klassischem Vorbild. Das heißt, hier habe ich ein Vintage-orientiertes Vibrato. Hier habe ich auch Fiesta Red als Vintage-Farbe. Dann in dem Fall 50s Classic Vibe von Squire. Dann habe ich hier Vintage-Style-Mechaniken. Das heißt, die Firma Squire überlegt sich einfach, wisst ihr was? Wir machen eine Standardserie und wir machen eine Vintage-inspirierte Serie. Darum geht es im Grunde. Ja? Einmal Squire Bullet Series und einmal Squire Classic Vibe Series. Und als dritte Serie von Squire gibt es hier die Contemporary. Das ist so eine Art Modern HSS-Idee. Und das gibt es auch sehr, sehr oft bei Fender, dass man sich sagt, okay, wir lassen bestimmte moderne Bestandteile in den Gitarrenbau einfließen. Wie zum Beispiel dieses Messerkanten-Vibrato, ja, ein Zebra-Humbucker. Zebra-Humbucker, das ist sehr, sehr geil. Zebra-Humbucker und natürlich HSS. Das ist natürlich oft so, dass HSS mein Lieblingskind ist, weil man natürlich gerade, wenn man Gitarren anfängt oder wenn man Gitarre spielen anfängt, mit dem Humbucker am Stick sehr, sehr gut verzerrte Sachen rocken kann. Was man hier natürlich auch hat, sind in dem Fall 22 Bünde. Ja? Ist auch ein sehr, sehr
beliebtes Hot Rod-Merkmal im Gegensatz zur Classic Vibe. Die hat übrigens nie 22 Bünde, weil eine Strat hat normalerweise nur 21 Bünde. Ja? Das heißt, wenn man mal so überlegt, okay, wie möchte ich es gerne sortieren, muss man sich merken, okay, es gibt klassisch orientierte, historische oder historisch verwurzelte Instrumente oder in dem Fall Interpretationen davon. Und das hier ist die moderne Variante. Klingt auch klasse als Squier Contemporary HSS. Das ist natürlich jetzt auch wenn ich jetzt mal so über diese ganzen Möglichkeiten so ein bisschen rüber husche, ja, was immer mitschwingt, ist dieser drahtige, perkussive, twangige Fender-Klang. Das ist echt der Hammer. Sogar bei den untersten Serien höre ich das. Ich höre diese Genetik, ja, dieses glockige Fette. Squier Contemporary. Natürlich, klar, die nächste Serie, die ich dann habe, oder wenn ich das mal sortiere nach der Preisstruktur, sind natürlich die Mexiko-Gitarren. Ja? Da gibt es genau auch drei Serien. Es gibt eine Standardserie, es gibt eine Vintage-orientierte Serie und es gibt eine gereligte Serie. Die kann ich euch gleich zeigen. Fender oder Fender Mexico Standard, so hieß es früher mal. Jetzt heißt es eben Mexico Player Series. Ist genau das gleiche wie damals die Mexico Standard. Ist im Grunde von der Idee her eine modernere Strat, absolut verwandt mit der amerikanischen Standardstrat. So muss man sie wirklich mal nebeneinander halten. Ich habe es hier zu tun mit zwei Standard-Strat-Modellen. Ja, Fender Standard-Strat, einmal aus USA. Einmal aus Mexiko. Wenn sie aus Mexiko kommt, heißt sie Fender Player Series. Wenn sie aus USA kommt, heißt sie Fender Professional Series. Das ist genau der Unterschied. Im Grunde, sowas lief früher immer unter einer American Standard Strat. Und sowas lief immer früher unter einer Mexican Standard Strat. Und ihr seht, beide Modelle haben 22 Bünde. Ja? In dem Fall hätte ich auch die Player Strat als HSS holen können. Oder ich hätte mir auch praktisch eine Professional Strat als SSS nehmen können mit drei Single Coils. Ich habe aber so schnell in der Ausstellung keine gefunden. Das heißt, hier freibleibende Auswahl, wie ich es immer so mache, aber trotzdem habe ich es natürlich zu tun mit zwei Standardmodellen. Klingen natürlich auch etwas unterschiedlich. Ich spiele gerade mal die Mexican. Ja. Und was jetzt ganz interessant ist natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, komm, spiel doch mal die amerikanische Variante, ja, was dann abgeht, was den Sound angeht, ne? Und das war irgendwie schnell bei dem Thema, was macht eigentlich einen geilen Gitarrensound aus? Ja, warum vergleicht man überhaupt verschiedene Gitarren, wenn es nicht nur um Preis geht? Weil sonst könnte man ja sagen, komm, gib mir die Strat, die unter 700 Euro kostet. Das wäre ja auch ein Weg, den man gehen könnte. Aber oft ist es so, dass die Spieler bei uns in den Laden kommen und einfach Strats vergleichen wollen. Ja? Und wenn ich es mal erklären müsste, ich würde sagen, eine geile Strat oder eine geile Gitarre klingt breitbandig. Ja? Das heißt, man hat schöne, fette, saftige Bässe, man hat Vokale mitten und man hat schöne, feine Höhen. Und das Ganze praktisch gepaart mit einer feinen Ansprache. Ja? Ansprache, in dem Moment, wenn ich die Saiten leicht berühre. Ja,
Ja? Dann heißt es, die Gitarre spricht leicht an. Und wenn ich jetzt nochmal beide Gitarren zeige, dann habe ich natürlich erstmal dieselben Zutaten. Aber natürlich ist alles an beiden Gitarren, alles, absolut alles verschieden. Sowohl die Holzauswahl, als auch die Pickup-Auswahl, als auch das Vibrato, als auch der Vibrato-Block. Einfach, was ihr euch nur vorstellen könnt, ist bei beiden Gitarren anders ausgesucht. Ja? Das heißt, wenn die Gitarre gebaut wird oder wenn sich Fender überlegt, komm, wir wollen eine neue oder praktisch eine bestehende Serie designen, da gibt es eine ganz, ganz genaue Partliste, was man da reinbringen will und was man auch nicht reinbringen will. Ne? Also man lässt auch dann bestimmte Dinge erstmal weg, um sie für höhere Serien zu reservieren. Beispielsweise Noiseless Pickups. Ja? Die gibt es in der Ultra. Und die Ultra ist im Grunde die ehemalige Elite oder Fender American Deluxe Series. Ja, ich habe es damals als Deluxe Series kennengelernt, noch mit Fender Noiseless Pickups oder wie hießen sie damals, Lay Sensor Pickups, ganz genau. Lay Sensor Deluxe Pickups gab es auch als Jeff Beck Strat Lay Sensor Pickups, dann Noiseless Pickups, jetzt immer noch Fender Noiseless Pickups, mittlerweile N4, also vierte Generation. Und was hinter der Ultra oder der Elite steckt, ist einfach eine moderne Strat zu entwickeln. Das heißt, kein VW Käfer, sondern ein moderner VW Golf. Ja, das heißt, mit den Features, die man heutzutage einer Gitarre praktisch angedeihen lassen möchte, 22 Bünde, ein verjüngter Hals-Korpus-Übergang, Locking, Tuner und vor allen Dingen brummfreie Pickups. Ja? Ich überlege gerade, was wär los, wenn jemand bei einer Custom Shop Strat einen verjüngten Hals-Korpus-Übergang installieren würde. Mein Gott, da würden sich natürlich alle Fans empören, weil natürlich eine Custom Shop Strat, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist der alte VW Käfer. Ja? Da gibt es keine Sicherheitsgurte und deswegen gibt es auch keinen verjüngten Hals-Korpus-Übergang. Ja? Völlige Historie und völlige Moderne. So muss man es einsortieren. Das heißt, die American Ultra ist im Grunde die American Professional. Gleiche Gitarre, gleiche Holzauswahl, gleicher Standard mit deluxigeren Parts. Ja, zum Beispiel andere Seitenreiter. Ich habe Noiseless Pickups. Ich habe, wie gesagt, Locking Tuners, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und natürlich auch einen etwas anderen Sound. Vor allen Dingen brummen die Pickups nicht. Ich habe ein Video gemacht über die Serie auch. Das heißt, auch im High Gain brummen die Pickups nicht. Klingt zwar nicht ganz so 100% original nach Stratocaster in meinen Ohren. Ja. Geil für eine Strat mit Noiseless Pickups. Ganz, ganz böser Satz. Aber natürlich, für den Puristen sind Pickups, die brummen, die bessere Wahl. Ja. Müsst ihr selber vergleichen. Man kann es so ein bisschen hören. Noiseless Pickups sind, was das Höhenbild angeht, ein bisschen weniger authentisch. Hat natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Frequenzen nicht so wiedergegeben werden, wie das brummende Pickups tun. Als Nice Price American Strat Serie gibt es immer noch die Performer Series. Zum Beispiel, das ist die ehemalige Fender Stratocaster Special. Die ehemalige Special Strat ist jetzt die Performer Strat. Man erkennt es sehr, sehr gut an dem etwas größeren Headstock.
Wird immer geliefert mit Gigbag und nicht mit Koffer. Ja, ist so praktisch die, die Einsteigerserie aus USA. Ne, klingt so. Ja, das ist schon verrückt, wie Fender das wieder schafft. Ne, aus zwei Gitarren, die aus USA kommen, die wirklich erstmal nahezu gleich aussehen, trotzdem unterschiedliche Klänge darzustellen. Das ist echt brutal. Ne? Wenn man sich mal die Vibratos anschaut, na, hier sind die Stahlreiter drauf, eine andere Grundplatte. Hier sieht man schon, na, okay, es ist eine andere Legierung, ne? Auch andere Pickups. Das heißt, alles wird so ein bisschen downgegradet, um auch dann zu sagen, naja, komm, nimm doch vielleicht doch besser die American Professional Series. Ne? Ist natürlich ein bisschen so, ein bisschen fies auch, ne? dass irgendwie die Sachen, die teurer sind ja immer irgendwie besser ausgestattet. Ne? Also auch wenn man jetzt so bei Autos schaut, ne? Also unterschiedliche Marken, vor allen Dingen unterschiedliche Modelle innerhalb der Automarken oder auch unterschiedliche Serien innerhalb der Modellmarken, ja? Wo man sich sagt, okay, das Auto ist so und so viel teurer als das eine Auto und hat aber auch eine völlig andere Ausstattung und auch eine andere Performance. Und so ist es halt auch bei Gitarren. Ja? Das heißt, im Grunde geht es bei Fender immer darum, für jeden Geldbeutel geschlossen was da zu haben. Das ist natürlich genau der Punkt. Und deswegen ist auch Fender oder ist die Fender Strat ganz oft mein Lieblingsbeispiel, wenn es darum geht, zu erklären, dass Gitarren unterschiedlich klingen, wenn sie unterschiedlich kosten. Ja, das heißt, man kann das wirklich so wie ich es gemacht habe, auch im Laden zeigen. Ja, ich mache das ja gleich noch weiter mit den höheren Serien, dass man sagt, schau, so klingt's, so viel kostet's. Ja, und der Hintergrund ist natürlich der, als Fender in den 80er Jahren viel mit Kopien zu kämpfen hatte, ja, also Tokai oder auch Ibanez haben da sehr, sehr viel Strat-ähnliche Gitarren gebaut, sind sie natürlich selbst auf die Idee gekommen und gesagt, okay, wir machen mal die Fender Squire Series aus Japan. Das war so der Anfang damals und dann hat sich immer mehr dieses Business in die Richtung entwickelt, dass man sich gesagt hat, okay, komm, wir machen die Classic Series aus Mexiko. Ja, das war damals so die erste Serie, die so diese Vintage-Specs hatte aus Mexiko. Und da habe ich auch dann damals schon geguckt und habe gedacht, okay, geile Gitarren eigentlich für etwas weniger Geld. Ne? Weil nicht jeder wollte sich gleich für 1500 oder 1600 D-Mark damals noch eine Fender Standard-Strat kaufen. Da gab es auch schon die ersten mexikanischen Strats. Ja. Und jetzt hat sich das Ganze noch viel mehr aufgedröselt. Und letzten Endes, wenn es um US-amerikanische Strats geht, lande ich natürlich auch ganz schnell bei der American Original Series. Das ist die ehemalige American Vintage Series. Ja? Und das sind Gitarren, die allein schon vom Erscheinungsbild her ziemlich Custom Shop ähnlich rüberkommen. Ja? Also da gibt es schon das Original Vintage Tremolo. Es gibt Custom Shop Pickups. Es gibt im Grunde genau diese Vintage-originalen Specs als 50s und als 60s Modell. Das ist jetzt eine 50s, deswegen natürlich Maple Neck. Und auch der Ton ist ziemlich fett. Die höchste Serie aus Amiland, aus der Standardserie. Also im Prinzip American Standard, American Elite und American Vintage. Und das Gemeine ist, wenn ich dann natürlich einfach die Custom Shop nehme, die im Grunde genau so aufgebaut ist, ja. Für mich ist der wichtigste Effekt, wenn es
darum geht, eine geile Gitarre zu spielen, genau das, was eben gerade passiert ist. Dass ich merke, die Gitarre macht mit und ich bekomme Bock, das, was ich spiele, zu hören. Ja, und das macht es so gemein, finde ich, wenn man dann sagt, ach Mist. Und ich hab das ja jeden Tag. Ja, jeden Tag. Die Leute sagen, hey, ich will eine Strat und so weiter. Und man macht sich ja gar keine Vorstellung, was das für ein Unterschied ist. Ja, gerade wenn man diese Fetter, den hohen Lagen hat. Das ist so immer so mein Lieblingstest. Das ist das Teure an der E-Gitarre. Das ist das Teure, was ihr gerade gehört habt. Dieses untere, gutturale Huhuhu, ja, worüber sich alle immer totlachen. Ja. Das gibt's natürlich auch bei der Original Series. Aber irgendwie nicht diese Klarheit. Ja, also wenn man es jetzt mal ganz genau vergleichen will, ja. Im Prinzip alles ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger Klarheit, ein bisschen weniger Hohlheit, ein bisschen weniger Blumen, ein bisschen weniger all das, was man eigentlich so als Gitarrist geil findet. Ne? Sehr gemeine Sache, aber trotzdem natürlich von der Idee her die gleichen Gitarren. Ne? Es geht immer noch um Vintage Vibrato, es geht um 3 Single Coils, es geht um 21 Bünde, es geht um im Grunde die historisch korrekten Vintage Speckings, ne? Aber natürlich ohne Aging. Ja? Das heißt, auch hier könnt ihr es auch ganz gut sehen, bei der Custom Shop sind die Mechaniken auch geaged und bei der American Original nicht. Ja? Und was jetzt? Jetzt bräuchte ich 3 Arme. Was natürlich der American Original so ein bisschen entgegensteht aus Mexiko, ist die Fender Road One Series. Ist sehr, 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 sehr erfolgreich bei uns gewesen. Ist jetzt vor einer Zeit ausgelaufen, kommt jetzt wieder. Ja, und ich habe schon mal einen ergattert in Fiesta Red. Super, super geile Gitarren, super Ton. Ja. Nicht schlecht, vor allen Dingen auch dieser leicht geaged Look. Viele Leute fragen bei uns im Laden immer, sind die Gitarren gebraucht? Sage ich, nein, die sind neu. Und dann immer die Frage, naja, warum sind sie denn kaputt? Ja, und meistens haben die Leute natürlich genauso wie ich auch eine Jeans an, die praktisch so stonewashed ist, ist ja auch ganz klar. Es geht im Grunde um Used Look, den man irgendwie geil findet. Und das gipfelt natürlich dann in so einem Quatsch, in so einer Masterbild, von John Cruise, wo man sagt, oh, unfassbar viel Arbeit reingeflossen in diese Zerstörung. Das ist natürlich ein großer Quatsch, ne, wenn man es mit echten Vintage-Gitarren vergleicht, die natürlich von Hand runtergespielt wurden. Da bin ich absolut bei euch, wenn ihr darüber lacht. Ja. Aber die Gitarren klingen unfassbar geil und man hat einfach unfassbar viel Spaß damit. Ja. Klar, es ist ein Gaga-Spiel, es ist was für Nerds. Ja. Und im Grunde gibt es das Gleiche. In unterschiedlichen Aging-Stufen. Das ist jetzt eine Journeyman Relic, die hatte ich ja gerade schon gespielt, aus dem Fender Custom Shop. Und das ist hier eine Fender Road One aus dem Mexiko Custom Shop, kann ich nicht sagen. Es ist aus der Mexiko Serie. Im Grunde sind diese beiden Gitarren hier verwandt. Na, das ist das, worum es geht. Das ist eine Vintera, eine Mexican Vintage Strat gewissermaßen oder Mexican Classic Strat und das ist eine mexikanische Road One. Im Grunde geht es wieder um diese Geschichte. Ich habe einmal eine, oder wenn ich es mal anders nehme, habe ich nochmal die Standard.
Standard und die Classic. Ja? Das ist die Mexican Standard, das ist die Mexican Classic bzw. Mexican Vintera. Und genauso wie vorhin bei der Squire-Serie und genauso wie vorhin bei der USA-Serie geht es einmal um modernere Features und hier geht es um Vintage, historisch korrekte Features. Das kann man schon sehen an den Tunern. Ja? Die American Standard-Serie hat geschlossene Tuner und die Mexican Standard-Serie, genannt Player Series, hat geschlossene Tuner und die Mexican Classics-Serie, genannt Vintera, hat Klusenmechanik, vintage-orientierte Klusenmechanik. Und das ist natürlich genau der Unterschied, auf den man dann bei dem Specking der Serien Wert legen will. Ja? Und genau diese Vintage-Specs, ja, die gibt es dann auch bei der Roadworn-Serie. Hier, ne? Das sind im Grunde sehr verwandte Gitarren, einmal kaputt und einmal nicht kaputt. Ja? Einmal als Mexican Vintera oder als Roadworn-Series. Klingen auch etwas unterschiedlich, wie gesagt, die Roadworn war eine sehr, sehr erfolgreiche Serie oder ist eine sehr erfolgreiche Serie. Na, und wenn ich jetzt die gleiche Gitarre nehme, zum Beispiel, ungeaged, absolut in Ordnung. Ne? Klingen recht ähnlich. Der einzige Unterschied ist wirklich, dass hier mit dem Laser oder mit sonstigen Techniken, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist jedes Aging bei einer Roadworn wirklich gleich. Keine Ahnung, wie viele arme Mexikaner das machen müssen. Und das ist natürlich genau schon wieder das Thema. Ne? Mexikaner, ich mache Witze. Entschuldigung, es geht im Grunde darum, dass natürlich Gitarren, die in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Fabriken produziert werden, auch unterschiedlich viel Geld kosten aufgrund der Herstellungskosten. Ja, genauso sind natürlich die Arbeitsbedingungen in Indonesien oder China auch für Fender oder für Squire so viel günstiger, dass man dann auch Gitarren in Preisregionen herstellen kann, zu denen man das in den USA niemals schaffen würde. Ja, und deswegen muss man das ja so aufteilen, wenn man praktisch breit aufgestellt sein möchte. Ja? Also Fender Roadworn Series aus Mexiko, Fender Vintera Series aus Mexiko und Fender Player Series aus Mexiko. Und wenn ich jetzt nochmal zu der Custom Shop komme, ist natürlich klar, ich habe mal vorhin gegoogelt, seit 1987 gibt es den Fender Custom Shop. Ne? Das ist relativ früh. Und man hat sich damals so ein bisschen auf Sonderanfertigungen spezialisiert und hat damals halt versucht, diese alten Strats, die wirklich einem den letzten Nerv rauben können. Ja, ich weiß es wirklich gut. Ich hab so ein paar Bekannte, die sammeln alte Strats und ich sage euch was, das ist allein schon, wenn man so ein Ding anfasst, da kommt so eine Aura aus dem Ding. Das ist ähnlich wie so ein altes Röhrenradio. Ne? Wenn man es so anschaut, dann sieht man schon oder man riecht auch schon in der Elektronik, dass da 50, 60 Jahre vergangen sind. Und natürlich ist da praktisch die Ehrfurcht groß. Und man denkt nur so, boah, was diese Gitarre alles erlebt hat. Ja? Und dann, wenn man so spielt, dann merkt man natürlich, dass diese Gitarre wirklich 40, 50, 60 Jahre lang gedroschen wurde. Und gedroschen wirklich, also dann auch mit Zerstörung und alles, was dazugehört. Natürlich sind die Gitarren sauteuer. Mittlerweile sind wir schon bei 25, 30, 35, 40.000 Euro für eine Pre-CBS-Strat. Also praktisch die Gitarren, die bis 1965 gebaut wurden, ja, bevor Leo Fender die Firma Fender an CBS verkauft hat. Danach wurde es für Sammler relativ uninteressant, weil CBS hat dann die Produktionsbedingungen umgestellt und die 70er-Jahre-Strats haben ihren Charme, aber haben im Vergleich zu Pre-CBS-Strats nicht diesen legendären Ruf. Ja. Das ist natürlich auch der Grund, warum es im Custom Shop nahezu ausschließlich um Pre-CBS-Strats geht. Ne? Also von 54 bis 65, manchmal finden wir noch eine 60er oder eine 66er Hendrix-Strat oder auch mal eine 69er
mit dem größeren Headstock, den man hier auch bei der Performer Series findet. Ne? Also ab 66 wurde der Headstock vergrößert und daran lassen sich Pre-CBS-Struts ganz gut erkennen, weil die immer mit dem kleineren Headstock um die Ecke kommen. Ja? Und natürlich wäre es schön, jeder könnte sich eine alte Strat leisten. Und, aber natürlich muss ich auch Fender oder auch der Firma Fender wirklich allen nötigen Respekt wirklich zollen, wenn sie sich darum bemühen, diese alten Legenden wieder ans Licht wieder zu beleben. Darum geht es letzten Endes. Ja? Und das hier ist eine ganz normale 60-Strat. Und wie ich ja schon sagte, der Custom Shop ist natürlich immer für Überraschungen gut, wenn es um Sonderanfertigung geht. Und ich habe euch ja damals schon in dem langen Video unsere Dealer Select Series gezeigt. Und da habe ich sozusagen auch die Brücke geschlagen zwischen modern und Vintage. Ja, das ist irgendwie so ein Spaß, dass man sagt, okay, guck mal hier. Ja, ich habe hier praktisch einen Halsstellstab von oben. Den gibt es auf gar keinen Fall bei einer Pre-CBS-Strat, sondern den gibt es natürlich nur bei einer Fender Professional Series, bei einer American Standard Strat. Da kann man es ganz gut sehen. Da habe ich das Feature geklaut. Genauso habe ich das Feature 22 Bünde von der American Standard Strat habe ich hier auch übernommen für die Dealer Select Series. Und der Humbucker am Steg ist ja auch nicht original. Es gibt keine Pre-CBS Strats mit einem Humbucker am Steg. Und woher kommt eigentlich diese Idee, überall Humbucker am Steg zu setzen? Vor allem überall Zebra-Humbucker. Ja, also es fällt mir auf, dass viele Strats von Fender mit Zebra-Pickups ausgestattet sind. Natürlich liegt es daran, dass in den 70ern, als man sich überlegt hat, okay, was mache ich denn mit meiner Strat? Ich möchte gern Rock oder Metal spielen. Auch Maiden damals haben ihre Strats umgebaut. Ich glaube, Dave Murray hat von Paul Kossoff eine 57er Strat gekauft oder bekommen. Die waren ja damals wirklich nicht teuer. Und was hat der Gute gemacht? Hat ein Kala-Tremolo eingebaut und Humbucker reingefräst. Das war damals ganz normal. Ja, man hat praktisch Gitarren umgebaut und man hat Gitarren einfach an seine Spielbedürfnisse angepasst. Und das ist natürlich eine geile Geschichte, weil man dann praktisch eine individuelle Strat am Start hat. Ja, und die klingt auch ganz, ganz hervorragend. Ihr müsst euch im Video mal so einen Marker setzen, wo ihr euch dann die verschiedenen Strats alle mal anhören könnt. Ja, das ist schon frappierend, wie geil diese Gitarre klingt. Und ich kann es nicht verbergen, ich bin natürlich ein Fender Custom Shop Fan. Aber was natürlich in diesem Video im Vordergrund steht, ist natürlich einfach mal zu zeigen, was Fender absteigend vom Fender Custom Shop zu bieten hat und vor allen Dingen auch die Serien einzuordnen. Und zu guter Letzt, was gibt's nach dem Custom Shop? Na klar, die Masterbilder.
das war es schon wieder fast von mir. Ist ein bisschen länger geworden, tut mir leid. Aber natürlich gibt es immer viel zu sagen, wenn es um Fender geht. Vor allen Dingen um die ganzen verschiedenen Serien. Wir haben alle Gitarren, die ich euch ins Video geholt habe, auch unter dem Video verlinkt. Ganz klar, ihr könnt kommentieren, ihr könnt abonnieren. Das Glöckchen nicht vergessen. Besucht uns bei Facebook, bei Instagram. Und vor allen Dingen sagt immer eure Meinung. Wir sind für euch da. Mir hat Spaß gemacht. Tschüss.